Im heutigen Video soll es darum gehen, wie ihr ganz einfach in Microsoft Office euer Abo kündigen könnt, wenn ihr zum Beispiel das Abo habt, ganzjährig, für zum Beispiel 70 €, so wie ich das habe, für Word und ähnliches, dann zeige ich euch heute, wie ihr das Ganze beenden könnt. Dafür startet ihr einfach eine App, die ihr starten wollt, zum Beispiel wie Word, wo ihr denn hierüber angemeldet seid. Und hier seht ihr dann einmal ganz kurz eure E-Mail-Adresse und euren Namen. Und dort können wir einmal draufdrücken und gehen dann auf mein Microsoft-Konto. Wichtig ist, ihr könnt das natürlich auch im Internet eingeben, dann kommt ihr da auch direkt drauf, einfach Microsoft-Konto, Login und dann kommt ihr rauf. Aber so ist der einfachste Weg. So, dann kommen wir nämlich hier hin und hier haben wir dann jetzt auch schon direkt das, was wir wollen. Und zwar können wir dann jetzt hier auf unser Abo gehen, was wir gerade haben, Abonnements drücken, hier also einmal drauf. Drücken auf Verwalten und danach können wir dann hier das Ganze im Prinzip einmal beenden. Wenn wir das Ganze wollen, dann drücken wir hier unten auf Abonnement kündigen. Geht das Ganze hier weiter. Lassen das Ganze kurz laden. Wir können hier die Cookies auch annehmen und dann wir hier einmal gucken. Ich möchte meinen Abonnent nicht und drücken hier drauf. Dann auf Abonnement kündigen. Keine Kontobelastung. Sie erhalten eine Rückerstattung von 5 €, aber Sie verlieren sofort den Zugriff auf Ihr Abonnement. Könnt ihr im Prinzip ankreuzen, was ihr wollt. Ich nehme jetzt das hier, dass ich das gekündigt habe oder kündige zum nächsten Jahr. Abonnement kündigen und dann lädt das Ganze ganz kurz. Kleinen Moment. Und zack, genau. Sie haben gerade Ihr Abonnement gekündigt. Das war's. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Falls ja, sehr gerne ein Like und ein Abo da lassen. Würde mich extrem freuen. Und dann haut rein und ciao.